Albträume in der Nacht. Du wachst auf und es scheint, dein ganzes Leben dreht sich nur noch um dieses Haus. In dieser Geschichte geht es um Menschen, die Wohnraum schaffen wollen und dafür ihr Erspartes einsetzen. Die Familie Bahr braucht ein größeres Haus. Mit der Vermietung ihres alten Hauses wollten sie den Neubau finanzieren. Eigentlich war es ein Traumhaus von uns, gell? Gedacht für unsere Kinder, vor allem für unsere behinderten Kinder Zukunft. Und aus Traum wurde ein Albtraum. Ich sehe ein Haus, das eigentlich fast fertig ist. Was ist das Problem? Das Haus ist versetzt draufgestellt, der Keller ist nass und das Haus ist so in der Form nicht bewohnbar. Und deswegen muss es abgerissen werden und ja, da macht nicht jeder mit von dem Bauunternehmen. Das heißt, Ihr ganzes Geld ist, was ist mit Ihrem Geld? Weg. Das Geld, das wir gar nicht gehabt haben, ist jetzt auch noch weg. Alles weg. Die Geschichte der Familie Bahr ist dramatisch, aber ihre Probleme sind kein Einzelfall. Lieferengpässe, explodierende Rohstoffpreise, steigende Zinsen haben eine Pleitewelle am Bau ausgelöst. Leidtragende sind die Bauherren und am Ende auch die Mieter. Denn es werden viel zu wenige Wohnungen gebaut. Deswegen wollen wir Menschen begleiten, die ihr Geld in Wohnraum investiert haben und miterleben, welche Sorgen Bauherren in Krisenzeiten plagen. Auch Severin Papou wollte Wohnraum schaffen, hat eine kleine Eigentumswohnung gekauft. Doch der Bau ist immer noch nicht fertig. Der Bauträger, einer der größten Projektentwickler der Republik, musste vergangenen Herbst Insolvenz anmelden, mit fatalen Folgen für die Käufer. Ich hatte mal im März 2020 eine Wohnung da gekauft. Das ist so eine Zweizimmerwohnung gewesen. Und ich habe mich mal ja auch über den Bauträger informiert. Und von Anzahl der Projekte, was sie da so haben, das war so ein sehr großer Bauträger. Das ganze Konzept, das hat mich überzeugt. Nur es ist nicht so alles passiert, wie ich dachte oder wie das mir versprochen wurde. Also das Ganze hat sich verzögert und im März, das war ganz klar, dass die Baustelle wird nicht fertig. Und danach im August, denke ich mal, August 2023, anstatt eine Nachricht, dass wir sind fertig, da kam eher eine andere Nachricht, der Bauträger ist pleite. Für die Familie Bahr aus Dachau ist diese Baustelle der Super-GAU. Statt das neue Zweifamilienhaus im Herbst zu beziehen, stehen sie jetzt vor einer Bauruine und vor einer finanziellen Katastrophe. Das ist ja total aufgestellt. Nicht nur der Geruch macht sich bemerkbar, oder? Alles mit Wasser gesucht. Ja, das stinkt schon. Ja. Es ist einfach nur traurig. Ich konnte es einfach nicht verstehen. In der heutigen Zeit, wo man planen kann, wo jeder rechnen kann. Und dass sowas überhaupt passieren kann, das leicht mir irgendwo nicht ein. Verstehe ich nicht. Und auch, dass es keinen interessiert, wenn wir nicht gesagt hätten, da steht das Wasser so hoch. Wenn wir es dann gemeldet haben, auf einmal sind die Wasserschläuche hinausgekommen. Und dann war die ganze Straße geschwemmt. Also das war wie ein Wasserrohrbruch. Wo kommt das Wasser her? Grundwasser. Ja, das ist Grundwasser. Dachau hat ja einen sehr hohen Grundwasserspiegel. Seit August 2023 ist hier Baustopp. Das Dach ist offen, nur notdürftig mit Planen abgedeckt. Ein Gutachter hat den Abriss empfohlen, aber davon will der Bauträger nichts wissen. Die ganze Finanzierung ist aufgebaut auf Mieteinnahmen. Und jetzt natürlich, das Haus steht nicht, ja, weil es im Grunde abrissfähig ist sozusagen. Oder man muss es abreißen und damit laufen keine Mieteinnahmen. Und damit laufen natürlich die Kredite weiter und müssen bezahlt werden. Und das ist nicht stemmbar. Das heißt, Sie gehen pleite gerade? Ja. Ja. Genau. Haben Sie schon Insolvenz angemeldet? Noch nicht. Aber? Wissen Sie noch nicht, was die nächsten Schritte sind. Gleich nach der Insolvenz des Bauträgers im September 2023 hat Severin Papou mit dem Bayerischen Rundfunk gesprochen und die großen Sorgen der Eigentümer und Wohnungskäufer in die Öffentlichkeit getragen. Also da kann man nicht ruhig schlafen. Da kann man nicht ruhig schlafen. Und wir wissen ja nicht, wie lange. Das ist auch das Ding. Wie lange werden wir das zahlen? Wegen dieser Verzögerung. Dann hat man schon die ganzen Kosten da, die da so entstehen. Also bei der Bank und so, die ganze Bereitstellung, Zinsen. Die Kosten für die Finanzierung laufen weiter, aber die Mieteinnahmen fehlen. Und die Banken wollen auch Zins für Geld, das sie bereithalten, aber noch nicht ausbezahlt haben. Den Bereitstellungszins.
Die Käufer der Eigentumswohnungen in Nürnberg haben sich in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen und gehen gemeinsam vor. In Dachau kämpft Familie Bahr alleine gegen den Bauträger. Wie konnte auf einer Baustelle so viel schieflaufen und wer ist für die Katastrophe verantwortlich? Darüber streiten sich jetzt Bauherr und Bauträger. Eine wichtige Zeugin? Nachbarin Maria Kriemer. Sie hat die Baustelle seit dem Frühjahr beobachtet und fotografiert. Und ein Fertighaus habe ich noch nie gesehen, wenn ein Fertighaus ausgestellt wird, wie das gemacht wird. Und das hat mich einfach interessiert. Okay. Und dann ist mir schon aufgefallen, wie der Keller war, dass da hinten die Dinger drin sind. Da denke ich, was soll das alles? Dann hat es mich interessiert, was das werden soll, wie das gehen soll. Der erste Fehler passierte schon bei der Bodenplatte des Kellers. Ein Messfehler führte dazu, dass die Fugenbänder falsch gegossen wurden. Zu nah an der Doppelhaushälfte des Nachbarn. Deswegen passten die vorgefertigten Kellerelemente nicht auf die zur Abdichtung vorgesehenen Fugenbänder. Konsequenz? Der Keller musste verschoben werden und als Folge passte dann auch das Fertighaus nicht auf die Kellerwände. Stattdessen wurde die Hauswand einfach auf Metallbänder gesetzt. Statt auf der Kellerwand aufzuliegen, schwebt eine Hauswand teilweise in der Luft. Das ganze Gebäude ist um 20 cm verschoben. Da habe ich dann sogar mit dem Gerät, der die Platten drauf gemacht hat, dann habe ich ihn gefragt, sag ich, warum und wie und so. Und der hat mir dann gesagt, ja, dann sag ich, das soll da drauf halten, wenn die auf diese Eisendinger da drauf stehen. Habe ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Und da habe ich gesagt, sag ich, ich möchte das so ein Haus nicht. Ja, Herr Götz. Familie Bahr hat einen Anwalt eingeschaltet und den Bau von einem Sachverständigen beurteilen lassen. Die Stellungnahme fiel vernichtend aus. Jetzt schauen Sie einfach jetzt einmal her, ja. Was man im Keller ja schon gesehen hat. Ja. Hier haben wir diese Eintropfungen. Das heißt, jetzt, wo alles gefroren ist, kommt natürlich kein Wasser von oben. Ja? Ja. Aber sobald es zum Tauen anfängt, tropft es hier. Hier sieht man ja diese riesen Wasserflecken schon. Ja, das läuft permanent rein. Und da sieht man halt jetzt diese ganz deutlich diese Verschiebung des gesamten Holzgebäudes, mhm. wo man eben auf diese Metallplatten ja. draufgestellt hat, ne, dann sieht man, wie das Licht durchkommt. Also das heißt, hier ist, das ist irgendwie verklebt worden. Auf jeden Fall, man sieht ja, dass da eben diese Mauerteile nur mit einem minimalen Teil auf der Kellerbodenplatte aufliegen. Und ich habe von Haus aus immer angezweifelt, dass das Ganze tatsächlich statisch in irgendeiner Form haltbar wäre. Selbst wenn es statisch halten würde, kann es trotzdem Mangel sein, weil Sie haben das Licht bestellt. Das sind Wärme. Das sind Wärmebrücken, ja klar, genau. Natürlich. Ja. Der Bauträger hat ein Interview vor der Kamera abgelehnt. Der Fehler liege beim Vermesser, den der Bauherr beauftragt habe. Die realisierte Lösung sei von externen Statikern bestätigt. Man verwahre sich gegen die Forderung nach Abriss oder finanzielle Entschädigung, teilt die Geschäftsführung schriftlich mit. Das ist ein außergewöhnlicher Fall. Und unternommen haben wir bisher außer dem Gutachten, was Sie kennen, natürlich Kontaktaufnahme zur Gegenseite. Versuchen können wir uns irgendwie einigen. Bisher ist dafür ein Kompromiss aus meiner Sicht nichts erkennbar. Das heißt, Konsequenz wäre tatsächlich? Abriss. Tatsächlich, ja. Und sowas habe ich in 30 Jahren Baurecht jetzt das zweite Mal erlebt. Doch wie soll das gehen? Die Bars sind mit ihren finanziellen Mitteln am Ende. Da gibt es eigentlich keine Lösung. Das ist das Problem. Also Sie müssen heutzutage, wenn man sieht, wie viele Fehler es gibt, es passieren immer Fehler, aber wenn es so heftige sind, müssen Sie den Streit letztlich finanziell mit einplanen, wenn Sie ein Bauvorhaben angehen. Und wenn das Geld fehlt? Wenn das Geld fehlt, dann wird es schwierig, weil dann können Sie einen Streit nicht führen. Dann können Sie Ihre Interessen nicht durchsetzen. Die Großfamilie Bahr hat ein abbezahltes Reihenhaus, in dem sie mit den jüngeren Kindern leben. Dieses Haus sollte an die älteren, schon erwachsenen Kinder vermietet werden. Das war Teil des Finanzierungsplans, der jetzt ins Wanken gerät. Zins und Tilgung für die Bereiche, die wir schon abgerufen haben. Wir haben ja insgesamt mit allen Kosten ungefähr eine 500.000 bereits bezahlt. Und für die anderen noch nicht abgerufenen Bereiche zahlen wir ja diese Bereitstellungszinsen der Bank. Und die sind ja bekanntlich höher, als wir damals noch in diese Niedrigzinsphase kamen.
Ja, das heißt, wir liegen jetzt momentan ungefähr bei 3.000 Euro, was wir momentan monatlich stemmen müssen. Und ab Januar kommt ja dieser draufgesattelte Kredit mit den 200.000, die ja nicht kalkulierte zusätzlichen Baukosten umfangen haben, noch einmal ungefähr 950. 4.000 Euro im Monat, was bleibt Ihnen da zu leben? Nichts. Schlichtweg nichts. Doch jetzt brauchen die Bars neues Geld, um ein Gerichtsgutachten zu bezahlen und den Prozess gegen den Generalunternehmer zu finanzieren. Also wir haben jetzt im Endeffekt die Frage auch bei der Bank am Laufen, wie können circa, wie der Herr Götz gesagt hat, 50.000 Euro gestemmt werden, um überhaupt in diesen Prozess einzutreten. Und diese Geschichte, meine 50.000, die drückt man sich nicht aus dem Kreuz. Ja, die hat man einfach nicht. Also zusätzlich. Ruiniert durch Pfusch am Bau. Ein großes Risiko für Häuslebauer. Auch Werner und Christine Lenzner haben neu gebaut. Doch diese Bauherren setzten von Anfang an auf Beratung durch einen unabhängigen Hausbauexperten. Kurz vor der Übergabe des neuen Heims checken sie gemeinsam die kritischen Stellen auf ihrer Baustelle. Hier sehen wir jetzt den ersten Punkt. Ihr habt ja euer Haus aufgerüstet von Kunststofffenster auf Holz-Alu-Fenster, was ein Mehrpreis von 15.000 bis 20.000 Euro ungefähr war. Und da sieht man jetzt natürlich, dass man hier besonders genau arbeiten muss, gerade wenn man so viel Geld ausgibt. Und man sieht jetzt hier, dass die Gummidichtungen nicht richtig drin sind. Und das bedeutet, es könnte eine Undichtigkeit geben. Und das bedeutet wieder, die Gummis müssen wir auf jeden Fall vor der Hausübergabe noch austauschen lassen, damit ihr auch ein perfektes Produkt bekommt. Ein Rundgang, bei dem akribisch alle kritischen Stellen durchgegangen werden. Tobias Beuler weiß, was auf Baustellen alles falsch laufen kann. Seine Empfehlung? Bei den entscheidenden Schritten sollte ein unabhängiger Experte der Baufirma genau auf die Finger schauen. Genau, also das ist sehr unsauber gelöst. Vielleicht wollte ich mir einen Feierabend, keine Ahnung. Ja. Müsste man nochmal nacharbeiten. Es gibt natürlich auch Baufirmen, die relativ schwierig sind. Ich hatte das auch schon gehabt, darf ich das jetzt sagen, mit der Firma, die Sie gerade begleiten, wo es nicht ganz so gut lief. Da haben wir schon mal ein Haus komplett abbauen müssen. Da war alles schief gewesen. Jede Wand und nichts stand im Lot und kein Winkel war gegeben. Das kommt vor, das Fertighäuser aufgebaut und wieder abgebaut. Genau, das kommt vor, ist die Ausnahme. Das ist dann, wenn wirklich alles schief ist. Also wenn es keinen Sinn mehr macht, dass man sagt, man arbeitet noch nach, dann würde man nur verschlimmbessern. Sondern dann ist die Devise, wir bauen das Ganze wieder zurück. Was auch kein Problem ist, wenn der Estrich noch nicht drin ist, dann kann man ein Fertighaus lockerst wieder zurückbauen. Muss natürlich das Wetter passen und so weiter, aber ansonsten funktioniert das wie ein Lego-System. Bisher haben sie noch keine gravierenden Fehler gefunden. Doch der Kontrollgang geht weiter. Wir werden auch auf dieser Baustelle noch einmal vorbeischauen. In Dachau haben Martin und Theresa Bahr ihren Banktermin hinter sich gebracht. Gibt die Bank ihnen das Geld zum Weiterbauen? Die Situation, denke ich, ist so, wir haben also mit der Bank folgenden Punkt besprochen, dass wir beide uns eigentlich dazu entschlossen haben, die ganze Aktion abzublasen. Das heißt, das Haus, wie auch immer, zurückzubauen, das Grundstück zu verkaufen, die Kredite sozusagen aufzulösen. Sie haben Angst, dass sie am Ende alles verlieren, wenn sie weitermachen. Denn bisher ist ihr altes Haus nicht mit Krediten belastet. Im schlimmsten Fall könnte auch dieses Haus verloren gehen. Hey, das war das Gespräch mit der Bank. Und wir suchen einfach irgendeine Lösung, um es zu irgendeinem Ende zu bringen und nicht 5 Jahre lang jetzt mit dem Ballast zu leben. Und die Telefonate, die jetzt gelaufen sind mit dem Anwalt oder mit der Bank, lassen in mir jetzt schon einfach die Hoffnung sterben, dass da noch ein Wunder passiert mit diesem Haus. Keine Ahnung. Die Bars haben sich entschieden. Kein Weiterbau. Das Abenteuer Hausbau scheint beendet. In Nürnberg wickelt Insolvenzverwalter Volker Böhm große Baupleiten ab. Seit Herbst auch die Project Immobilien, bei der Severin Papou eine Eigentumswohnung gekauft hatte. Das ist doch ein recht großes Konglomerat an Unternehmen. Es sind rund 160 Gesellschaften, die betroffen sind. Insgesamt ein Investitionsvolumen von über 1 Milliarde, die hier investiert ist. Aktuell laufende Projekte haben wir Wohnungen für rund 1400 Käufer, die also in der Entstehung sind. Und dann kommt eine Vielzahl von bereits weitestgehend abgewickelten und abgeschlossenen Objekten hinzu. Volker Böhm hat für diese Baustelle eine Lösung gefunden, einen neuen Bauträger. Der Bau geht weiter, kein Totalverlust. Allerdings bedeuten die Verzögerungen für die Käufer eine enorme Belastung. Denn sie haben immer noch keine Mieteinnahmen und müssen die Kredite vorläufig ganz alleine abstottern. Monatlich, was da anfällt, da ist man schon in
dreistellige und drei-, vierstellige Bereich. Man muss sich anstrengen, weil es, man weiß ja auch ja nicht, auch jetzt, wo diese Lösung gefunden wurde, dass ein neuer Bauträger fertig baut. Geht das bis zum Ende oder gibt es eine zweite Pleite, die noch dahinter kommt? Da weiß man ja nicht. Ja, es ist zu befürchten, dass das tatsächlich nicht das Ende der Bauinsolvenzen sein wird, was wir jetzt gesehen haben. Es gibt ja einige Fälle neben Project, noch andere prominente Fälle. Wir müssen einfach damit rechnen und befürchten, dass dieses Jahr in 2024 da noch einiges nachkommt. Dafür ist einfach der Absturz jetzt auch marktseitig, käuferseitig durch die Zinserhöhungen zu dramatisch, zu extrem gewesen. Da kommt sicherlich was. Es wird auch bei den Handwerkern vermutlich auch Insolvenzen geben, auch im Bau-Nebengewerbe. Martin Bahr hat einen Termin bei seinem Anwalt. Eigentlich will er besprechen, wie man das Bauvorhaben beenden kann. Aber es gibt überraschende Neuigkeiten. Der neue Eigentümer der Baufirma hat sich gemeldet. Eine große österreichische Gesellschaft möchte noch einmal über den Fall sprechen in einer Videokonferenz, die jetzt gleich beginnen soll. Dann können wir hier uns gleich einklinken. Dann muss ich Sie jetzt leider bitten, rauszugehen. Vielen Dank. In Gebersdorf bei Nürnberg geht die Baukontrolle weiter. Es gibt wenig zu beanstanden, weil Fehler unmittelbar bei den Firmen angemahnt wurden und dann zeitnah behoben werden konnten. Die paar tausend Euro, die der Bauexperte für Beratung und Kontrolle verlangt, haben sich rentiert, meint das Ehepaar. Wir wollten nie bauen in unserem Leben, aber das Leben geht manchmal eben andere Wege und wir haben die Chance genutzt und haben es keinen Tag bereut, muss man wirklich sagen. Also wir freuen uns wahnsinnig ja. drauf. Dann, super. Ja, danke. Danke, ne? Ciao, mach's gut. Danke, tschüss. Ciao. Sie haben Glück gehabt. Eine Ausnahme in der aktuellen Baukrise. In Nürnberg schaut Severin Papou sehr viel kritischer auf sein Abenteuer-Investment am deutschen Immobilienmarkt. Ich würde sowas nicht mehr machen, weil für mich ist die Unsicherheit zu groß. Und solange das nicht klar geregelt ist, solange keine Versicherung, keine Sicherung für den Bauherr, also für den Eigentümer gibt, würde ich sowas nie mehr machen. Weil jetzt habe ich mal gelernt, alles was geschrieben ist, das hat keine Bedeutung. Das ist die Lösung. Wir brauchen mal Wohnraum. Aber wenn der Bürger sich selbst versucht, Lösungen zu finden, und dann stoßt er es auf sowas. Und in Dachau endet die Telefonkonferenz mit dem österreichischen Investor. Es war das Gespräch, auf das wir eigentlich seit 6 Monaten warten. Ein lösungsorientiertes Gespräch. Also ich war jetzt in gewisser Weise angespannt, was kommt und wie die Situation ist. Es ist sicherlich nicht jeder Zweifel ausgehebelt, aber zumindest die Möglichkeit, jetzt einfach mal mit einem gescheiten Fundament darüber zu reden, zu schauen, wie man eine Lösung herbringt. Es ist eine andere Person, die mit uns spricht. Und diese andere Person hat einen anderen Ansatz, mit uns zu reden. Der sagt selber, ich will das jetzt nicht juristisch betrachten, ich möchte schauen, dass wir eine Lösung finden. Die Achterbahnfahrt der Familie Bahr geht offensichtlich weiter. Es wird neue Gespräche geben. Und das werden sicher schwierige Verhandlungen, denn der Schaden ist groß. Das Haus, seit Sommer ohne Dach, voll Feuchtigkeit und Schimmel, modert derweil weiter vor sich hin. Ein Sinnbild für die Krise beim Wohnungsbau in Deutschland.